Hamster! Septischer Müll! Rosa Waran-Wichsgriffel! Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Lenny hat recht. Kiki ist noch gesperrt, Marcus. Völlig egal. Schluss mit Spielchen. Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Prime 8 einen Bunker. Ein Bunker? Aber wir wissen nicht wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Ranch, du bist mein Backup. Ja, mach ich. Marcus, hast du Zeit? Würde mich überzeugen lassen. Perfekt. Wir treffen uns beim Pfandhaus unten in Mission, neben BDS Mania. Das klingt ziemlich abgedreht. Wird es abgedreht? Ha, ist eine Überraschung. Bewegung! Sicher, dass du damit weitermachen willst. Ich hasse euch, Wichser. Und weißt du warum? Die Propagandavideos, die Graffitis, der ganze Anti-Irgendwas-Gutmenschen-Bullshit. Ihr Arschlöcher nehmt euch verdammt nochmal viel zu ernst. Oh, du greifst uns an, aber du kapierst es nicht. Wir stecken da gemeinsam drin. Wir können das... Hey! Was für einen dämlichen Noob glaubst du vor dir zu haben? Und wie komplett bescheuert musst du sein, dich erwischen zu lassen. Ich dachte, es wäre ein Versuch wert. Okay. Fuck. Mal sehen, wie weit ihr mit toten Servern kommt. Loser.
Wir haben einen Ping vom Primate-Bunker. Und Lenny ahnt von nichts. Kann sein. Na los, ihr traut ihr viel zu viel zu. Genau, ja. Mensch, wichtige Frage. Aliens versus Predator. Die Frage ergibt keinen Sinn. Ich meine, Aliens nutzen Predator nur als externe Wirtskörper, um ihre Spezies zu erhalten. Und die Predator, die kommen von einer Welt, auf der man jagt oder stirbt. Sie brauchen Xenomorphe, um zu Elitekrieger zu werden. Es ist ein scheiß Ökosystem, das keinen wahren Gewinner hat. Okay, ignorieren wir mal die Wissenschaft. Rein hypothetisch, 1 gegen 1. Wer gewinnt? Meinst du bei Ridley Scott oder Cameron? Mir gefällt das Sequel besser. Nehmen wir das. Marcus, kühne Behauptung. Darüber müssen wir später nochmal reden. Aber gegen ein Cameron-Alien. Die sind aggressiver, also gewinnt der Predator ganz leicht. Technologisch gesehen ist er weit überlegen, also kann er sich verteidigen, wenn der Xeno ihn angreift. Doch das ist wie die Frage, wer gewinnt, ein Mensch oder ein Zombie? Aliens jagen in Rudeln. Okay, okay. Wie viele Aliens wären ein fairer Kampf gegen einen Predator? 3. Ein Predator-Speermeister kann mit einem Yautja-Kombi-Stick 2 in Schach halten, aber ein dritter Xeno kommt bestimmt näher heran. Selbst wenn er ihn tötet, die Blutspritzer werden ihn völlig verätzen. Schwer zu sagen, man müsste die Statistiken in einen Wahrscheinlichkeitsalgorithmus packen. Gegen Judge Dredd haben beide gekämpft, was ziemlich abgefahren ist. Aliens gegen Batman. Der Predator auch. Vergiss bloß nicht Superman und Batman gegen Aliens und Predator. Er hat gewonnen. Ich weiß nicht mehr. Egal. Weißt du was? Ich gebe dem Predator den Gesamtsieg. Ja? Klär mich auf. Der Predator hat Archie erledigt. Shit, du hast recht. Archie ist so ziemlich die Spitze der Nahrungskette. Glaubst du, Predator ist mehr so der Betty- oder der Veronica-Typ? Weder noch. Ich würde sagen Sabrina. Das ist ein gutes Argument. Ist gekauft. Predator ist an der Spitze. Was ist der Plan? Reingehen, Schlüssel holen, Kiki befreien. Können wir den Bunker haben? Können wir? Du musst diesmal beim Aufräumen helfen. Ach, immer lässt sie mich aufräumen. Fangen wir mit Reinkommen an.
Okay, Leute, was ist der Plan? Tja, Lenny hat die Tür extrem sicher verschlossen. Und Plan B? Ich hab da was. Ein alter Entlüftungsschacht. Wahrscheinlich zugewachsen, also... Den finde ich. Wirf mal jemand diesen Pimp raus! Ich bin drin. Stinkt nach Bier und Schweißfüßen. Such nur schnell den Dechiffrierschlüssel. Los! Dieser scheiß Bettwerk-Mikropenis-Fickwichser! Fuck, habt ihr gesehen, was ihr macht? Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Thank you.
Ist das Lenny? Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei, nein, drei. Sieht aus wie... Shit. Vielleicht vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute! Ich muss mich konzentrieren. Du beschissenes, schleimiges Donut-Arschloch. Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. Trautesheim Hackerspace. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Seid ihr fertig? Yep. Wrench hat mit Bombenentferner rumgesprüht und dann swoosh. Überzeug dich selbst.
Hey, ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default. Der Ex-DedSec-Hacker. Default. Das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen.